not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fight with the ghosts. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Heute soll es um dieses Buch gehen, Herz über in die Kissen von Eliza Hill. Und in diesem Buch geht es um Emma. Emma ist Studentin, sie macht, glaube ich, gerade ihren Master in irgendwie sowas chemisch, Bio, Naturwissenschaft, blablabla, keine Ahnung, ist auch völlig egal. Und Emma hat ihre Mutter verloren vor kurzem, also ich schätze vor einem halben Jahr, und ist sehr, sehr einsam und beschließt jetzt, nach langer, langer Zeit wieder Kontakt zu ihrer Großmutter aufzunehmen, weil sie erfährt, dass ihre Großmutter im Krankenhaus war und sie dann ja ein bisschen Angst bekommen hat und dann gedacht hat, okay, sie besucht sie jetzt einfach mal. Und kurzerhand, ja, die Beziehung zwischen den beiden stimmt einfach noch und Emma zieht dann bei ihrer Großmutter ein, um halt auch nicht mehr so einsam zu sein und auch ihre Großmutter dann halt nicht mehr so alleine ist, ne? Die ist aber total fit und so, also kam mir gar nicht so vor wie so eine Rentnerin oder sowas, also sehr rüstige Person. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das die Großmutter väterlicherseits, also die Mutter von ihrem Vater, über den Emma nicht reden möchte, denn ihr Vater hat sie verlassen und sie ist überhaupt nicht gut, auf den zu sprechen. Wir erfahren nur, dass er ein berühmter Rockstar ist und dass er ja einfach sein Ding durchgezogen hat und Emma und ihre Mutter alleine gelassen hat und sie ihm das einfach nicht verzeihen kann. Ja, aber nicht nur, dass sie halt auf ihren Vater nicht so gut zu sprechen ist, erfahren wir auch, dass sie einen unglaublichen Groll gegen Agenten hegt. Ja, was das genau auf sich hat, das erfahren wir dann noch später im Laufe des Buches, aber ist auf jeden Fall diese Berufskategorie Menschen, ist so das Allerletzte für sie, kann sie gar nicht leiden. Ja, wie es dann kommt, ist natürlich so, dass sie jemanden kennenlernen, und zwar Damon. Und sobald sie erfährt, dass er Sportagent ist, gehen bei ihr die Schotten dicht und die kann ihn überhaupt nicht mehr ausstehen und faucht ihn einfach nur noch an. Ja, aber sie trifft ihn immer wieder, also sie begegnen sich halt auf irgendwelchen Feiern oder in Clubs oder sonst was und sie kommt irgendwie auch nicht weg von ihm. Ja, das war's jetzt erstmal zur Geschichte, mehr will ich gar nicht verraten. Das Buch kostet neu 14,90 €, ist aus dem 7 Verlag und hat, 413 Seiten. Ja, ich habe das Buch ja von meiner Freundin geschenkt bekommen, weil sie das doppelt geliefert bekommen hat und sie es richtig schön fand und gesagt hat, oh komm, lies das, bestimmt auch was für dich. Und ich gesagt, klar, also wenn du mir schon mal ein Buch empfiehlst, das ist ja wirklich mal eher ungewöhnlich, diese Richtung. Und sie hat aber erzählt, ich weiß es nicht genau, ich habe mich auch nicht schlau gemacht, sie hat aber gesagt, das wäre irgendwie eine Geschichte, eine Fanfiction oder sonst was, die im Internet schon, also online gewesen wäre, sie es da gelesen hat und sie es dann daraufhin bestellt hat, als sie gesehen hat, das gibt es auch als Buch. Irgendwie sowas hat sie mir erzählt, habe ich nicht nochmal genau nachgefragt. Ja, ist auch eigentlich nicht so wichtig, aber vielleicht kleine Randinfo, wie auch immer. Ja, dann habe ich das Buch gelesen und dann hat mich dieses Buch irgendwie ein bisschen in eine Leseflaute geworfen. Also ich hatte da nicht so Bock, weil es mich einfach überhaupt nicht gepackt hat. Dann war ich bis Seite 100 ungefähr und dann war es echt so, ach, liest du jetzt oder guckst du fern? Na, guckst du fern. Ja, das ist schon mal gar nicht gut. Momentan war ja sowieso hier so eine Phase, die war gar nicht gut und dann auch noch so ein Buch, war schwierig. Dann habe ich aber zwischenzeitlich ein anderes Buch gelesen, beziehungsweise inhaliert, dazu aber mehr Monatsrückblick. Vielleicht ist der auch schon online, keine Ahnung, ich habe mir noch keinen Zeitplan gemacht. Auf jeden Fall, war ich dann total im Lesefieber, Leseflash und dann habe ich mir das Buch gegriffen und habe es dann auch wirklich relativ schnell durchgelesen. Was jetzt aber nicht unbedingt daran lag, dass mir das Buch so gut gefallen hat. Es war einfach mehr so dieses Gefühl, okay, lesen ist jetzt irgendwie toll und kennt ihr das? Also wenn ihr vielleicht mal Leseflaute hattet oder lange nicht gelesen habt, also mir geht es zumindest so, wenn ich dann ein Buch wieder lese, dann ist es echt so, dass man so merkt, boah, mir hat das Lesen so gefehlt. Einfach so dieses, ja, dieser Akt des Lesens, also nicht unbedingt das Buch oder das eine tolle Geschichte, sondern einfach so das Lesen, sich mit was anderem beschäftigen, einfach Ruhe zu haben, es ist alles still und man konzentriert sich wirklich nur so auf die Worte und auf die Geschichte und so, nimmt das so in sich auf, ist irgendwie ja, schon fast meditativ irgendwie. Also auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass mir das fehlt und deswegen habe ich das Buch total schnell durchgelesen. Die Geschichte an sich, ja, es ist natürlich sehr vorhersehbar, wie wir uns schon denken können und ich fand auch Emma unglaublich anstrengend, also mit dieser ganzen, ja, ich hasse Agenten und Agenten sind die beschissensten Menschen überhaupt. Das war schon sehr lächerlich, ne? Also ich meine,
nur weil du da eine Erfahrung irgendwie hattest und okay, kann ich auch verstehen, dass sie da ein bisschen sauer ist. Aber im Endeffekt, wie sich das dann aufgeklärt hat, wie dieser Groll denn zustande kommt, da dachte ich dann auch so, hä, das passt hinten und vorne irgendwie nicht. Also das hat mir das nur so, na, so lala irgendwie gefallen. Ja, dann war da so eine Situation, also wir lernen natürlich auch ein bisschen Damon kennen und alles. Und ja, da war dann so eine Situation, wo ich so dachte, huch, okay, das ist krass, das ist irgendwie, das habe ich nicht erwartet, das fand ich dann auch gut, weil wenn mich ein Buch überrascht, ist mal gut. Ja, aber so richtig toll ausgeführt wurde das dann auch nicht. Also es war alles irgendwie sehr, weiß auch nicht, so ein bisschen sehr laienhaft. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach ein bisschen voreingenommen war, weil ich das vorher gehört habe, dass das so eine Fanfiction war, wobei da können ja auch tolle Autoren hinterstecken, hinter sowas, ne? Aber naja, also dann außerdem sind mir oftmals irgendwie Rechtschreibfehler aufgefallen, halt auch in dem Buch und so. Das war jetzt nicht übermäßig, dass man es jetzt permanent gesagt hat, boah, ey, jetzt geht's mir richtig auf den Keks. Aber gerade wenn man ein Buch halt irgendwie schnell liest, dann fällt einem das natürlich vermehrt auf. Es war jetzt nicht unglaublich viel, aber es war so, es war genug, um dass es mir auffällt, dass sie da sind. Ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Und sowas finde ich halt immer so ein bisschen blöd, weil ich denke, okay. Naja, auf jeden Fall konnte mich das Buch leider nicht so packen. Also von mir kriegt ihr dafür leider Gottes keine Empfehlung. Ich habe ihm schwache 3 Sterne gegeben. Einfach weil, ja, es dann halt noch diesen Moment gab und es ja im Prinzip, es war ganz nett einfach so, aber es hat mich nicht aus den Socken gehauen, aber es hat mich jetzt auch nicht total genervt oder so. Ja, Stella, tut mir leid, mir hat dein Buch nicht gefallen. So ist das manchmal ein bisschen blöd halt. Ja, es ist, ne, naja, es ging dann auch ein bisschen schnell irgendwie. Also da wurde teilweise, wurden Situationen so richtig breit getreten. Und dann, wo es wirklich eigentlich um das ging, um das Ding ging, das wurde dann innerhalb so Schnips drauf und okay, alles klar, wie, hallo? Also mir hat der Fokus da halt auch nicht so gut gefallen. Ich bin irgendwie ein bisschen wuschig heute. Aber ihr versteht vielleicht, was ich meine und deswegen, ja. Also habt ihr es gelesen? Kennt das irgendjemand sonst noch? Also ich habe davon noch niemals was davon gehört. Ich habe das auch noch nie irgendwo gesehen. Wenn ihr es gelesen habt, würde mich natürlich total interessieren, wie ihr das denn empfunden habt. Ja, also ich finde, es ist ganz nett, so für zwischendrin, aber es ist, wie gesagt, keine Offenbarung und da gibt es wirklich bessere Bücher, die man sich halt auch in dem Genre angucken kann. Dementsprechend leider keine Leseempfehlung von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, genießt das Leben und genießt das Lesen und macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.